Das ist eine gute und auch wichtige Frage. Denn eine gut geplante Immobilienfinanzierung muss die Grundlage für den Kauf sein. Deswegen haben wir heute den Finanzierungsberater Christian Schröder von der Cuscura Finanzberatung eingeladen, der uns jetzt erst einmal den Unterschied erklärt zwischen einem freien Finanzierungsberater und dem Berater von der Hausbank. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Der erste Vorteil ist der, dass ich für den Kunden arbeite. Also das heißt, der Kunde beauftragt mich und ich gehe dann im Auftrag des Kunden zu den Banken und frage die Angebote dort an. Ein Bankberater arbeitet immer nur für sein Unternehmen, logischerweise. Er ist dort angestellt. Deshalb wird er auch grundsätzlich immer die Interessen der Bank vertreten und auch nur dort die Zinsen so anbieten, wie er es für richtig hält. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Also das heißt, ich bin im Auftrag des Kunden unterwegs und der Bankberater ist mehr oder weniger im Auftrag der Bank unterwegs. Wenn man jetzt einen klaren Vorteil wissen möchte als Kunde im Vergleich zu einem freien Finanzierer, das Sie ja sind, und einer Bank, was wäre denn so der größte Vorteil, den ein Kunde hat, wenn er sich eine Wohnung kauft und zu Ihnen kommt? Das ist definitiv der Zeitvorteil und natürlich der Vorteil der günstigeren Konditionen bzw. der Klarheit, dass er die günstigsten Konditionen am Markt hat, liegt einfach darin. Der Kunde muss nicht, um eine Marktübersicht zu haben, zu 3 oder 4 verschiedenen Banken laufen, dort jeweils 1 Stunde Zeit in Anspruch nehmen für ein Beratungsgespräch, sondern er setzt sich einmal mit mir zusammen. 1 Stunde dauert so ein Gespräch in der Regel und ich weiß, was der Kunde braucht, was der Kunde möchte, zu welchen Bedingungen. Und so gehe ich zu den Banken, frage meine Banken an, das sind um die 300, und habe somit eine Übersicht der Konditionen und der Kunde kann eigentlich oder sieht sofort, zu welcher Bank er gehen kann oder bei welcher Bank es Sinn macht, die eigentliche Finanzierungsanfrage zu stellen. Das heißt einerseits der Zeitvorteil für den Kunden, dass er nicht selber die Banken ablaufen muss, sondern Direkt. Das Ganze durch den Herrn Schröder passiert, und andererseits einfach auch der bessere Marktüberblick und damit die günstigsten Zinsen aus dem gesamten Angebot an 300 Banken. Genau, dazu kommt natürlich auch, dass ich wesentlich bessere Verhandlungsmöglichkeiten habe bei den Banken. Ich bringe den Banken regelmäßig Neukunden. Das heißt, die wissen, wenn sie mir gute Konditionen geben, komme ich mit dem nächsten Kunden auf jeden Fall auch wieder zu ihnen. Das ist ganz anders, als wenn der Kunde als Einzelkämpfer vor einem Bankberater tritt. Und Sie geben diese Konditionen dann 1:1 auch weiter an die Kunden? Korrekt. Das könnte man auch als sehr klaren und sehr guten Vorteil für den Interessenten darlegen. Genau. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dann jedes Mal bei der jeden einzelnen Bank komplette Unterlagensätze zusammenzusuchen. Ist natürlich sehr zeitaufwendig, deswegen lohnt sich auf jeden Fall der Weg zu Ihnen. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch die Schufa. Das sollte man nicht unter den Tisch kehren. Wenn Sie als Kunde zu einem Bankberatungsgespräch gehen, wird jede Bank die Schufa anfangen, bevor sie Ihnen ein Angebot erstellt. Das gibt, wenn Sie zu 4, 5 Banken gehen, jedes Mal einen neuen Eintrag, sodass es Ihnen bei einer späteren Kreditanfrage eventuell zu Problemen führen kann, wenn die Banken sehen oder die kreditvergebenden Institute sehen, dass hier schon so viele Anfragen stattgefunden haben, fragen sich natürlich auch, was ist da schiefgelaufen, warum kriegt er denn den Kredit nicht, weil man es nicht einsehen kann, ob es nur eine Voranfrage ist oder wirklich eine Abgebung. Dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihren Besuch. Sehr gerne, danke. Sie haben uns sehr viele Infos gegeben und falls Sie weitere Fragen haben sollten, wenden Sie sich gerne an uns. Vielen Dank.